Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Wirtschaft ist das Rückgrat des Wohlstands. Das heißt, geht es der Wirtschaft gut, kann es den Menschen auch gut gehen. Geht es der Wirtschaft aber schlecht, geht es den meisten Sachsen mit Sicherheit auch schlecht. Meine Damen und Herren, Sachsen hat in Sachen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung in den letzten 2,5 Jahrzehnten viel richtig gemacht. Vor allem im Vergleich mit mehrheitlich links geführten Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg steht Sachsen besser da. Allerdings, meine Damen und Herren, war die Wirtschaftspolitik der letzten Jahre auch in Sachsen immer sehr einseitig. Man hat sich konzentriert auf auch wichtige Leuchtturmprojekte. Man hat sich konzentriert auf die größeren Ballungsgebiete des Freistaates. Das war richtig und wichtig. Im Schatten der strahlenden Prestigeprojekte haben Sie aber etwas mindestens ebenso Wichtiges vergessen: den ländlichen Raum. Der ländliche Raum macht in Sachsen nach wie vor rund 40% der Wirtschaftsleistung aus. Wenn wir aber nicht möchten, dass er in einigen Jahren zum Alters- und Armenhaus des Freistaats wird, müssen wir hier entgegensteuern. Und zwar ganz konkret und gezielt. Wir müssen Anreize schaffen, dass Familien mit Kindern sich auf dem Land wieder gründen, dort bleiben wollen oder besser noch wieder hinziehen. Einer von vielen wesentlichen Faktoren bei der Vitalisierung des ländlichen Raumes wird die Mobilität sein. Der öffentliche Personalverkehr ist genauso wie eine flächendeckende medizinische Versorgung, eine gute schulische Infrastruktur oder schnelle Internetverbindung eine von vielen wesentlichen Faktoren, die gerade im ländlichen Raum gestärkt werden müssen, um Familien und Unternehmen zu binden. Meine Damen und Herren, alle möglichen Maßnahmen nützen aber alles nicht, wenn wir der Wirtschaft an anderer Stelle das Wasser abgraben. Der Motor der sächsischen Wirtschaft ist und bleibt das Handwerk. Deswegen muss der Freistaat vor allem hier dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen erträglich bleiben. Erstens, sorgen Sie dafür, dass das duale Ausbildungssystem weiter Bestand hat. Zweitens, schaffen Sie Anreize, dass Unternehmen langfristig in die Weiterbildung von Führungskräften investieren. Drittens, setzen Sie Ihre begrenzten Mittel in Berlin und Brüssel ein, dass die noch 41 akkreditierten Berufe im Handwerk nicht den Brüsseler Kommissionären zum Opfer fallen. Und viertens, setzen Sie sich bitte für eine Reformierung des Mindestlohnsgesetzes ein, damit Unternehmer nicht an der ausufernden Bürokratie zugrunde gehen und zu Stundenzettelverwaltern degradiert werden. Meine Damen und Herren, grundsätzlich fördern Sie in Zukunft bitte konkret weniger Gießkannenprinzip, weniger Leuchtturmprojekte, weniger Finanzierung von Partikularinteressen, ein bisschen weniger Ballungsgebiete, dafür umso mehr gezielte Förderung des ländlichen Raums, seiner Wirtschaft, seiner Handwerker und vor allem seiner Familien. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion.